Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, heute mal ein kleines Repaint Review. Und zwar befinden wir uns in OMSI 2, denn die Repaints sind wie gesagt für OMSI. So. Und ja, wir gucken uns heute, wie ihr schon seht, wir sitzen im Banhul, ein selbst erstelltes Repaint an. Es war eine wirklich schwere Geburt. Ich habe 6 Stunden daran gesessen, aber ich habe es geschafft und es sieht eigentlich so real wie möglich aus, denn, ja, wie schon gesagt, ne, real und dann ein Doppelgelenkbus, ja, was kann es sein, genau, ein Aachen Repaint von der ASIAC mit dem Doppelgelenkbus. Das sieht doch mal nice aus, oder? Ja, schön, 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 ja. Ich habe halt versucht, so viele Kleinigkeiten wie möglich halt mit einzubauen. Gut, hier ist. Ich muss halt noch irgendwie gucken, dass man das Hochbahn-Symbol hier vielleicht wegbekommt. Dasselbe gilt auch für die HVV in der Scheibe. Ja, ASIAC, der gute Einstieg steht schon drin. Diese roten Augenringe, sage ich jetzt mal. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das echt auch so ist. Das stört mich jetzt nicht so. Ja, von innen haben wir halt immer noch die Hochbahnsitze. Auch da muss ich mal gucken, wie ich das am besten geändert kriege. Und es war, die schwere Geburt war wirklich die Stoßstangen. Also die Stoßstangen wurden immer wieder schwarz gemacht, schwarz repainted, obwohl ich das in der DDS-Datei eigentlich umgeschrieben habe. Aber, ja, guck. Aber der Fehler ist mittlerweile behoben. Ich weiß auch, woran es liegt. Dementsprechend, kann ich auch theoretisch die Sitze ändern, die Sitzbezüge ändern. So. Ja. Außerdem, ja, was vielleicht noch fehlt, ist halt hier dieser, also das, was hier steht, gibt es bei uns nicht hier oben, sondern hier unten und es wird auch anders beschrieben. Also steht dann halt 25 Meter Länge. Steht jetzt nicht genau so da. Aber, ne, anders halt. So. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Und was auch fehlt, ist, ah, die Sonne blendet so ein bisschen. Ist halt ein bisschen doof jetzt im Winter. Nur mal so. Was auch fehlt, ist hier bei uns, steht hier in der Ecke, Öjalong Wayong, weil der Bus so getauft wurde von den Aachenern. Ja. Hier auch. Aber ich krieg halt diese kurvige Schrift nicht hin. Deswegen habe ich es erstmal weggelassen. Das kann man ja gerne, wenn man möchte, dann privat einfügen. Ja. Und wenn ich dann soweit alles Mögliche behoben habe, wird das dann hier zum Download gestellt und dann sind wir alle glücklich, dass wir auch ein Aachen-Repaint haben. Toll, ne? Ja. Ansonsten war es das auch schon. Innen von innen wurde jetzt echt nicht viel geändert. Ja. Also wie gesagt, Hochbahn, das kann man noch ändern. Ansonsten, ja, es geht ja eigentlich nur um das Repaint, ne? Ja, sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Und ja. Wenn ihr wollt, wird das dann demnächst. Ich weiß nicht, ob das mit dem Rot noch geändert werden soll. Ich weiß nicht, ob das Rot so genauso knallig ist. Aber naja. Wenn ihr wollt, wird das dann die Tage mal zum Download freigegeben. Dann könnt ihr das auch downloaden, wenn ihr das Doppelklick-Bus-Addon habt. Ne? Ja, das war's auch schon. Das war die kleine Repaint-Vorstellung. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Repaint-Vorstellung oder in der nächsten Folge von OMSI oder was auch immer. Haut rein, bis dahin, ciao, auf Wiedersehen, bye, ja, also ja, der gute Einstieg mit einem Hamburger Hochbahn-Kennzeichen.